Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Wir haben in der letzten Folge herausgefunden, dass die Familie Severin eigentlich zum Hause Lalu gehört und dass sie die Verräter sind, die den Ratsherrn Morwein stürzen wollten. Wir sind bei den Severins ins Haus eingedrungen, haben die Frau und die Tochter tatsächlich überrascht und umgebracht. Und jetzt sind wir auf der Suche nach dem, nach Wendil Ulen, nach dem Vater von Meril, also dem Vorstand des Hauses Severin, dem Vater des Hauses Severin. Wir müssen uns aber zuerst mit der Redoran-Wache treffen, denn mit der zusammen sollen wir, die stellen. Also ich weiß nicht, ob die schon wissen, dass wir die schon dezimiert haben, aber na gut. Wo sollen wir denn diese Redoran-Wache treffen, frage ich mich gerade. Da hinten, an der Aschenbrachen-Zitadelle. Dann würde ich sagen, reisen wir kurz schnell zum Sonnenstein und gehen dann hoch zur Aschenbrachen-Zitadelle. Als Vampirfürst öffnet die Inventartaste. Oh, interessant. So. Ach, schon wieder dieser... Da hoch müssen wir. Schon wieder dieser Aschensturm. Oder Aschenwind. Jetzt bin ich gespannt, wie viele da noch sind. Boah, meine Augen. Ich wusste es. Was? Die sind schon alle tot? Ja, du hast mich angegriffen. Oh! Ich werde euch brennen sehen. Morak Tong Assassine. Und die Brille stand noch. Verfolgerpfeile, sehr gerne. Exotische Pfeile, Elfenpfeile, Ebenerzpfeile, Daripfeile. Chitin-Schutzbrille. Das ist doch perfekt. Die werde ich jetzt, auch wenn sie blöd aussieht, erstmal anziehen. Denn dann tränen meine Augen nicht von der Asche. Und da kicke ich gerade seinen Kopf runter. Sehr gut. So, ich muss mal eben... Das habe ich leider immer noch nicht rausgefunden, wie man das vernünftig macht. Geschosse entfernen. Sonst steckt mir die ganze Zeit dieser Pfeil da in der Brust. Ah, so. Ha, du trägst auch so eine Brille. Die sehen so albern aus, aber wenigstens tränen einem die Augen nicht so davon. Ich würde sagen, die Redoran-Wache ist wohl tot. Aber die Assassinen sind ganz schön heftig. Also da müssen wir auf jeden Fall noch mit mehr Widerstand rechnen hier. Gehe ich direkt von vorne rein, oder? Ach komm, wir gehen von vorne rein. Was soll passieren? Ich habe ja Freya und Lydia dabei. Was war das? Na, wer ist denn hier? Doch niemand hier. Fuck. Statthalterpfeile. Ich muss mal gerade gucken, welche Pfeile ich jetzt nehme. Stahlpfeile 20. Achso, Stahlbolzen sind das. 18. 33, Alter. Geil. Nehmen wir erstmal die exotischen Pfeile. Ich komme hier irgendwie nicht hoch. Was war das? Laterne. Was war das? Na, wo ist denn hier jemand? Da ist jemand. Ist da jemand? Ah, fuck. Ich bin hier auf eurer Seite.
Boah, die explodieren aber ganz schön krass. Aber die sind ja witzig, die Pfeile, ey. Boah, ich mach mal hier mein Laternchen an. Damit ich zumindest ein bisschen was sehen kann. Wir haben ja endlich eine kleine Laterne am Gürtel. Eisenrüstung bebändert. Nicht schlecht. 39. Was hat denn Freya eigentlich an? Wohin reisen wir als nächstes? Nun denn. Der Helm steht dir übrigens echt gut, Freya. Du hast Miraks Robe an, Rüstung 93. Alles klar. Geheimgang. Guten Tag. Und verdammt. Das war so nicht geplant. Komm da wieder raus. Ich hätte schneller schießen müssen. Aber vielleicht nehmen wir auch Pfeile, die nicht ganz so auffällig sind. Die Lampe lasse ich noch an. Ruhe, Lydia. Da kommt er wieder. Bei den Augen des Drachen, das werde ich dir wissen. Was war das? Fuck. Diese Pfeile leuchten. Ich liebe es. Das ist so eine geile Mod. Und einen der beiden Pfeile kann ich noch zurückgewinnen. Sehr schön. Und der andere liegt da hinten. Ah, was haben wir denn hier? Winziger Seelenstein. Kleiner Seelenstein, ewige Ausdauer, kräftige Magika. Zutaten immer gerne. Ich muss auch mal wieder an so ein Alchemielabor, ne? Das hat die Tür geöffnet. Das ist doch mal schön. Schläft hier noch irgendwer? Sieht nicht so aus. Aber ich höre noch jemanden. Na, wer singt denn da so schön? Ist da jemand? Nein, hier ist niemand. Fuck. Wer ist da? Mann! Hat mich Freya weggeschubst. Komm, du dir Hause weg. Geil, sie ist mir gerade durchsichtig in den Weg gelaufen. Scheiße, jetzt habe ich Freya erwischt. Das darf doch nicht wahr sein. So, jetzt gehe ich auch mal zu meinem Streitkolben rein hier. Sorry. Die haben richtig geile Pfeile mit dabei. Sorry. Habe ich zweimal auf Freya geschossen, ey. Freya, tut mir leid. Ich muss das mal gerade hier mit reinnehmen. So, kommt mal her. Einmal die Pfeile entfernen. Hep. Es ist schön, mehr von der Welt zu sehen. Denn die Weisheit ist das Kind der Erfahrung.
So, die nächste Tür. Die haben sich auf jeden Fall hier auf den Krieg vorbereitet, ey, so wie die hier ausgestattet sind. Streitkolben, Elfen, Schaden 48. Schaden Frost. Meiner ist besser, oder? Ja, sehr viel besser. Ja, die Frage ist, wie ich die andere Tür jetzt noch aufbekomme. Hier muss noch irgendwo so eine Zugkette sein. Wohin reisen wir als nächstes? Hm, da hinten sind noch zwei. Selbst jetzt wacht der Allschöpfer über uns. Habe ich einen Telekinese-Zauber oder sowas, mit dem ich die... Moment. Nee, damit kann ich mir nur hier sowas anziehen und so. Damit kann ich leider keine Ketten ziehen. Aber hier ist noch eine. Nein. Das bitte wieder aufmachen. Als wäre ich blöd. So, das sieht gut aus. Mein Pfeil, mein Pfeil. Und auch mein Pfeil. Ups. Ah ja, alles klar. Hier gibt es direkt beide, das ist gut. Das sieht auch wieder nach einer Falle aus. Latscht hier nicht auf die Dinger, Mädels. Brav drum rumgehen, ja? Tja, die Frage ist nur wo... Fuck! Aua! Danke, Freya. Und ich sagte noch drum rumgehen. Aber eine müssen wir hier auslösen. Damit ich hier hinkomme. Denn ich wollte gerade sagen, hier muss irgendwo... Ah, Mann. Erst schießen, dann fragen. So war's doch, ne? Da ist er, Vendil. Da ist noch einer. Aua! Ich mache eure Seele Boethia zum Geschenk! Erstmal kurz heilen hier. Ich werde euch vernichten! Erstmal heilen. Na, da ist Vendril in seine eigene Falle gegangen, würde ich sagen. Aber hier konnten wir uns mal wieder richtig gut mit Pfeilen ausstatten. Das finde ich super. Danke, Mädels. Ihr habt einen fantastischen Job gemacht. So. Freya, lass mich dir den Pfeil daraus ziehen. Zack. Was haben wir denn hier noch? Handschuhe der Söhne von Himmelsrand. 233 Septime, nicht schlecht. Und dem steckt er genau in der Kehle. Da habe ich aber ziemlich gut getroffen, möchte ich meinen. Papierrollen. Schade, ich dachte, das wären Schriftrollen.
haben wir hier noch? Ach ja, krass. Und wen haben sie hier so gefoltert? Die Armen, ey. Ach, ist das fies. Tja, Vendil. Drachenstahl-Tanto. Gold-Septimel. Chitinrüstung. 55, nö. Schlüssel für Severin-Anwesen haben wir. Zaubertrank der ewigen Heilung. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, zurück zu Adril Arano. Erstatten wir ihm Bericht, dass die Severin-Familie komplett ausgelöscht ist. Da ist noch einer meiner Pfeile. Kriege ich den da nicht raus? Scheint nicht so. Schade. Wieso sind wir nochmal hier reingekommen? Da ist die Tür. Selbst Reisen, jetzt wacht der Allschöpfer über uns. Reisen wir zurück nach Rabenfels und erstatten Adril Arano Bericht und schließen diese Queste ab. Und dann will ich mich noch da unten in diesem komischen Grab umsehen. Und dann will ich endlich, endlich, endlich Solstheim den Rücken wiederkehren. So, wo ist Herr Arano gerade? Da oben. Natürlich saufen. Die olle Wurst. Oder kann ich das auch seiner Frau berichten? Ihr seht aus, als könntet ihr auch außerhalb der Stadt bestehen. Würdet ihr mir vielleicht bei der Suche nach einem verlorenen Wertgegenstand helfen? Nach einem was? Vor ein paar Monaten habe ich einen wichtigen Folianten an den Buchladen erster Auflage in der Kaiserstadt geschickt, um ihn neu binden zu lassen. Vor kurzem haben sie ihn an mich zurückgeschickt, aber er kam nie an. Hm. War es auf einem Schiff? Ja, der Name war Schnelle Sturmböe oder so ähnlich. Das verdammte Ding ist direkt vor der Küste von Solstheim gesunken. Könnt ihr euch das vorstellen? Tja. Woher wisst ihr das? Einer der Seemänner hat überlebt. Der arme Kerl hat sich auf Händen und Füßen bis nach Rabenfels geschleift. Bevor er starb, erzählte er der Redoran-Wache vom Wrack. Er warnte uns davor, dass es dort nur so vor Plünderern wimmeln würde. Na toll. Und jetzt darf ich mich drum kümmern. Na gut, ich versuche, was ich kann. Danke sehr. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schmerzvoll es ist, solch ein wertvolles Erbstück zu verlieren. Mein Mann ist zweiter Ratsherr. Ich habe also durchaus die Mittel, euch für das Auffinden meines Folianten zu entlohnen. Das klingt doch sehr gut. Auf ins Retching Netsch. Gucken wir, ob Adril hier wieder trinkt. Eure Bemühungen in Rabenfels haben meinen Mann neu gestärkt. So erfreut war er schon seit Jahren nicht mehr. Oh, hallo, Bardin. Aber hier oben ist er nicht, ne? Ja. Und was braucht ihr? Da sitzt er. Und? Was ist passiert? Habt ihr Vendil gefunden? Sprecht! Ha, kann man so sagen. Vendil ist tot. Dann ist es endlich vorbei. Was ist mit der Redoran-Wache, die ich euch zur Seite gestellt hatte? Ermordet. Von den Murakton. Verdammt! Ich hatte gehofft, unsere Leute mit ihrer Entsendung zu schützen, aber nicht erwartet, Verluste hinnehmen zu müssen. Tut mir leid. Wenn Vendil so tief sinken und diese Mistkerle anheuern würde. Ich bin froh, dass ihr sie erledigt habt. Ich habe getan, was getan werden musste, Adril Arano. Wunderbar. Einfach wunderbar. Ratsherr Morwein wird hoch erfreut sein, wenn er das hört. Folgt mir. Ich werde euch zum Ratsherrn bringen, damit ihr persönlich mit ihm sprechen könnt. Sehr gerne. Schöne Stimme. Ihr braucht etwas? Ja,
Was kann ich für euch tun? Und kämpfen ein Leben. Ja. Ist ja richtig was los hier. Und ist es zu end, führt doch so in gerade der Gang. Ist das echt die Baden hier oben? Dies Land ist unser und soll unser bleiben. Tatsächlich. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Nicht nur hübsch, auch noch Talent. Folgen wir Adriel. Ihr habt nicht zufällig Crescius Cerellius gesehen? Dieser törichte alte Narr hat schon wieder meine Spitze. Wenn ihr die Aschewüste bereist, solltet ihr auf den Boden achten. Die verdammte Aschenbrut springt euch wie aus dem Nichts an. Ich muss mal gucken. Die Nacht ist auf jeden Fall zu hell. Irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Da ist als der Wurm drin. Das passiert schon mal. Abendfels wäre es mir eine Freude, euch auf jede nur erdenkliche Weise zu helfen. Bei mittlerweile über 400 Mods kommt das schon mal vor, dass da manchmal irgendwie, dass ich die Ladereihenfolge oder sowas mal überprüfen muss. Tut mir leid dafür. Ich gucke, dass ich das bis zum nächsten Kann Mal ich euch helfen? Geregelt habe. Ratsherr Morwein? Ich habe Ach, der ist das! Adriel, ich habe euch schon seit langem nicht mehr so lächeln sehen. Dieser Besucher hat eigenhändig eine Gefahr gebannt, die euer Leben hätte beenden können. Danke. Wendil, Tilisu und Miri Severin haben uns etwas vorgespielt. Ich fürchte, dass sie in Wahrheit hier waren, um Vilor Ulens Tod zu rächen. Wendil? Aber er hat doch so viel für Rabenfels getan. Wie ist das nur möglich? Ratsherr, sie taten es nur, um unser Vertrauen zu gewinnen. Sie haben uns alle getäuscht. Ich hätte wachsamer sein müssen. Entschuldigt. Sagt es nicht. Es ist nicht eure Schuld, alter Freund. Und ihr tretet vor. Was ihr für mich getan habt, für ganz Rabenfels, das übertrifft alles, was ich jemals von einem Besucher unserer Stadt erwartet hätte. Danke. Dafür bin ich euch zu tiefstem Dank verpflichtet. Danke, Ratsherr. Nun... Adriel wollte euch für eure Leistungen sicher angemessen belohnen. Da ein bisschen Geld mir kaum angemessen erscheint, habe ich mich für etwas Gewichtigeres entschieden. Und? Da die Severin oder wer auch immer sie waren, sich als Verbrecher entpuppt haben, ist ihr Besitz nun konfisziert. Kraft meines Amtes als Ratsherr übertrage ich euch hiermit das Severin-Anwesen samt all seinen Besitztümern. Ihr habt das Bürgerrecht dieses Ortes verdient. Es wäre Alter! Schön, wenn ihr ein Teil unserer Gemeinschaft werden könntet. Danke, Ratsherr! Rabenfels Eigentümer. Dank eurer Entdeckung sind die Minen geöffnet und das Ebenerz beginnt zu fließen. Meine ewige Dankbarkeit und mein Segen sind euch sicher. Danke. Leute, wir haben ein Haus! In Solstheim. Ich schulde euch mein Leben, weil ihr die Pläne des Hauses Halalu zu meiner Ermordung vereitelt habt. Ich danke euch von Herzen. Sehr gerne, Ratsherr. Herrscht ihr über ganz Solstheim? Theoretisch steht Solstheim unter meiner Herrschaft, aber ohne die Gewinne aus der Mine fehlen mir die Ressourcen, um über etwas anderes als Rabenfels zu herrschen. Aber außerhalb der Grenzen unserer Stadt gibt es ohnehin nicht sehr viel. Ist Rabenfels die einzige Siedlung auf der Insel? Nun, eine kleine Gruppe von Nord hat sich nördlich von hier in Skaldorf niedergelassen. Naja. Sie bleiben lieber unter sich und das passt uns allen gut. Da war ich schon. Dann gibt es noch Telmitrin im Osten. Dort leben die Telvani. Ein merkwürdiger Haufen. Aber da sie auch aus Morrowind stammen, kommen wir miteinander zurecht. Auch da war ich schon. Abgesehen davon wimmelt es auf Solstheim nur so von Banditen und Rieglingen. Aber damit muss man bei einem Leben so weit draußen rechnen. Naja. Danke. Meine Türen stehen euch offen, solltet ihr die Dinge rund um Rabenfels besprechen wollen. Lydia, Freya, wir haben ein neues Zuhause. Wie genial. Meine Gedanken sind immer bei meinem Volk. In diesem Sinne, ihr Lieben, in dieser viel zu hellen Nacht, vielen Dank fürs Zugucken. Schaltet jeden Sonntag und jeden Mittwoch um 20 Uhr wieder ein, dann kommt eine neue Folge. Und verratet weiter, dass es dieses Let's Play gibt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.